Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 20. Januar 2018? Die Scheinbewegung der Sonne ist gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. In chinesischen Astrologie sagt man, das ist der Himmelskaiser und der Himmelskaiser bewegt sich gerade in Palast des Nordens, was die chinesischen Astrologen als schwarze Schildkröte nennen. Gegenüber von Palast des Nordens befindet sich die Palast des Südens, was die chinesischen Astrologen als roter Vogel nennen. Und hier in diesem Palast des Südens bewegt sich gerade unser Planet Erde. In westlichen Astrologie könnte ich das so beschreiben. Unser Planet Erde hat die Tierkreiszeichen Krebs verlassen und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Heute bewegt sich 1,6 Grad südlich von Neptun. Aber die Wirkung ist gemeinsam. Astrologisch nennt man das als Konjunktion. Das heißt, Mond und Neptun wirkt gemeinsam von Tierkreiszeichen Fischen. Mond hat einen Einfluss von Skat. Diesem Stern Skat bedeutet übersetzt einen Wunsch. Und das sollen wir auch ernst nehmen, unsere Wünsche und Sehnsüchte. Das spüren wir alle, aber wirkt direkt bei Fischengeborenen. Und diese Lernaufgabe haben gerade die Steinbockgeborenen. Sie sollen ihren Wünsche, Sehnsüchte, Träume auch wahrnehmen, ernst nehmen, verwirklichen. Daran liegt gerade die Prozess, die Lernaufgabe. Mond hat nicht nur einen Einfluss von Skat, sondern auch vom Fomalhaut. Fomalhaut ist die Hauptstern im Tierkreiszeichen Fischen und nach alten persischen Astronomie haben die alten persischen Astronomen etwa 3000 vor unserem Zeitrechnung haben als königlichen Stern benannt diese Fomalhaut. Sonne bekommt auch einen Einfluss von Albireo. Diesem Stern Albireo befindet sich im Sternbild Schwan, das Spitze des Schwanes. Und bedeutet, das kommt von Arabischen und übersetzt heißt dieser Stern Albireo, das Sternbild, das Lied des sterbenden Schwanes. Und das bedeutet, wenn wir etwas im Spitze bringen möchten, erfolgreich, oder unserem Ziele erreichen wollen, muss etwas loslassen, etwas verabschieden, etwas muss absterben, damit etwas Neues kommen kann. Und daran liegt das Glück. Und das ist die Energie, was Mond vermittelt, dieses Glück, diese Chancen, diese Möglichkeiten. Und diese Albireo wirkt auf die Sonne. Und hat auch eine Bedeutung, damit klar zu werden. Sonne gibt immer die Klarheit, aber führt auch etwas zum Erfolg. Wir haben die Erfolg, wenn wir damit im Klaren sind, dass etwas wir aufopfern müssen, verabschieden sollen, loslassen, trennen, kündigen, etwas verabschieden, damit etwas Neues kommen kann, weil diesem Stern Albireo heißt, übersetzt, das Lied des sterbenden Schwanes. Und das ist die Spitze des Schwan, also auf die Spitze kommen, unsere Ziele zu erreichen. Wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen bei Sonnenaufgang? Geht jetzt die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf? Gegenüber im Westhorizont geht die Tierkreiszeichen Löwe nach unten. Und das ist das Tageslicht und nach Tag und nach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Aber das
Diese Bewegung macht nicht nur die Sonne, sondern diese Bewegung machen die Tierkreiszeichen und auch die Planeten. Also die Sonnenaufgang steigt in Osthorizont gerade die Tierkreiszeichen Wassermann auf. Und das spüren Sie, die Wassermann-Geborenen, es ist ein Aufstieg. Aber damit auch klar zu werden, etwas muss verabschieden, damit etwas Neues kommen kann. Das vermittelt gerade Albireo, dieser Stern von Sternbild Schwan. Liebe Partnerschaft spielt auch eine ganz große Rolle. Das Selbstverwirklichung, aber auch die Liebe, das Du, das sind die Themen, die Wassermann-Geborenen. Und da brauchen Sie Klarheit, etwas noch loslassen, verabschieden, damit in die Liebe dieser Glück da ist, ist auch ein Aufstieg, auch eine Art Befreiung. Was sollen die Wassermann-Geborenen verabschieden? Das kann noch eine Beziehung sein, wo sie unglücklich sind, damit etwas Neues kommen kann. Aber es kann auch Gefühlen bedeuten, wie Angst oder Zweifel. Also diese Gefühlen transformieren, damit die liebe Partnerschaft glücklich sein kann. Und das ist die Botschaft von den Sternen. Bei Tierkreiszeichen Fischen Geborenen ist auch ein Aufstieg, weil sie werden jetzt wahrgenommen. Sie können zeigen, was sie sich zu verwirklichen. Sie bekommen Anerkennung. Eine Wichtigkeit hat auch die Neptun-Mond-Konjunktion, weil das bedeutet, sie wirken gemeinsam. Und das spüren wir im heutigen Tag. Natürlich in erster Linie die Fischengeborenen. Das wirkt auch bei Krebsgeborenen und Skorpiongeborenen. Die bilden eine Familie, das sind die Wasserelemente. Aber die Mondenergie vermittelt uns das auch alle. Vielleicht spüren wir nicht so direkt, hautnah, aber die Wirkung ist spürbar. Und was ist es? Neptun und Mond haben Ähnlichkeit. Sie haben das gleiche Essenz. Hier geht um das Unbewusste. Hier geht es um Träumen, Visionen, Sehnsüchte und diese Bilder, die Fantasie, aber auch die Inspiration und Intuition, die Kunst dabei. Und das hat heute eine sehr starke Wirkung. Das kann natürlich bei den Künstlern sehr vorteilhaft sein. Sie lassen sich inspirieren. Im Liebe-Partnerschaft ist die Romantik, die Fantasie, aber auch intuitiv handeln hat auch eine Bedeutung. Es ist auch möglich, dass wir heute einen wichtigen Traum erleben, erfahren, was auch eine wichtige Botschaft hat. Und die Träume vermitteln uns alles. Nicht jeder Traum ist wichtig, weil wir verarbeiten im Schlaf die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber manchmal haben wir wichtige Träume, wo unsere Seele, unserem Unbewusste sucht eine Sprache und bringt das bildhaft rüber und hat dieser Traum eine wichtige Bedeutung. Und ich bin sicherlich nicht die Einzige, wo das erlebt. Also ich habe wichtige Botschaften erhalten über Träume und ist auch meine Leidenschaft, Traum zum Deuten. Und ich verstehe die Träume. Also heute ist es auch möglich, dass durch einen Traum wir eine wichtige Botschaft erhalten. Passt ganz gut zu Neptun und Mond. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig, die Finanzen und die Werte und das Selbstwertgefühl und Wertschätzung. Glück ist da. Uranus, Jupiter steht immer in Verbindung. Verbindet sie sich wieder und Skorpion. Durch diese Entfernung zwischen Tierkreiszeichen Skorpion und Tierkreiszeichen Widder entsteht eine gewisse Unsicherheit. Und daran liegt die Kunst, diese Unsicherheit überwinden und daran vertrauen, auf unserem eigenen Werte stehen, aber auch die Gewinnchancen vertrauen und keine Angst haben, dass wir jetzt etwas verloren, weil dadurch kommt auch das Geld im Fluss. Die Chancen sind da, die Glück ist da.
Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist eine Bewegung und sie sind offen momentan auch für diese Veränderungen. Es sind keine großen Veränderungen, aber in ihrer vertrauten Umgebung ändert sich etwas, entweder familiär oder in Nachbarschaft. Kann auch bedeuten, dass die Stiergeborenen eine neue Ausbildung machen oder Schulungen. Also das sind die Bewegungen und da kommen die Stiergeborenen auch ganz gut klar. Es ist ein gutes Gefühl. Und die Stiergeborenen haben auch eine gute Nachricht oder einen Vertrag, womit die Stiergeborenen Vorteile haben, Arbeitsvertrag oder Mietvertrag oder kann auch ein Kaufvertrag bedeuten und das hat eine Vorteile. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben immer das Gefühl, nach zurückzuziehen und sie genießen ihren eigenen Zuhause. Oder sind sie gerade dabei, das eigene Zuhause zu verändern. Entweder ein Umzug, Renovierung, eine neue Einrichtung kann die Liebe bedeuten, dass man zusammenzieht, weil die Liebe, Partnerschaft spielt auch eine große Rolle und da haben die Zwillingsgeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen stürzen in die Arbeit. Liebe Partnerschaft spielt immer noch eine Rolle, aber wo sie ihre Aufmerksamkeit lenken gerade, das ist die schöpferische Kraft, Veränderungen in beruflichen Situationen. Und da haben sie gerade auch die Möglichkeiten, was zu verbessern. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen spielt immer noch eine große Rolle, die Liebe Partnerschaft und die karmische Erinnerungen, Begegnungen, Karma. Das ist ein sehr wichtiges Thema zurzeit bei den Löwengeborenen. Nicht nur bei den Löwengeborenen, sondern bei allen Menschen, die ihren karmischen Knoten entweder im Löwe, Tierkreiszeichen Löwe oder im Tierkreiszeichen Wassermann haben. Das sind die karmischen Verbindungen zurzeit und das löst etwas aus, diese Begegnungen. Und das sind schon außergewöhnlich. Und jetzt nicht verstecken oder Angst davon haben, weil dann fühlen sich die Löwengeborenen ein bisschen eingeschränkt, sondern das auch wahrnehmen und Chance geben für diesen Neuanfang in die Liebe. Sie fühlen sich ein bisschen unsicher, aber in den kommenden Tagen kommt Begeisterung und vielleicht ein Neuanfang. Spielt die Leidenschaft auch gerade eine große Rolle. Liebe Partnerschaft trifft auch die Jungfraugeborenen jetzt nicht karmisch, wie bei den Löwengeborenen, aber sie bringen das auch in Ordnung. Nicht nur in die Liebe Partnerschaft ist wichtig zurzeit, wo sie sich noch etwas unsicher fühlen, sondern ein Gespräch, eine Nachricht, ein Termin, ein Vertrag kann auch Wichtigkeit sein. Und da haben sie auch Vorteile, die Jungfrau geboren. Entweder eine gute Nachricht oder ein Vertrag, was auch Vorteile hat, oder eine Prüfung zu bestehen. Alles, was mit Kommunikation oder was Schriftliches zu tun haben, da haben sie Glück, die Jungfraugeborenen, auch die Stiergeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen befinden sich in einer Wandlung, die verändern sich etwas. Die Einstellung oder das Gefühl dazu. Sie stehen auch Umbrüche und Veränderungen. Es kann sein, dass sie sich davon drücken oder Angst davon haben. Das kann passieren. Aber die Schicksal des Lebens spiegelt es. In diese Spiegel zu schauen, das wahrzunehmen, es kommen diese Veränderungen, plötzliche Ereignisse oder Umbrüche. Und das ist diese Wandlung, was gerade die Wagengeborenen trifft. Und da zeigen, dass sie da Mut haben und diesen Neuanfang auch wagen, das ist gerade diese Veränderung. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen spielt gerade die Ausland eine große Rolle. Eine große Reise, entweder wirklich eine Reise oder ein Besuch von Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, die Zusammenhänge zum Erkennen, die Geheimnisse forschen, Möglichkeiten, Chancen, etwas zu verbessern. Und das kann auch im Ausland sein oder durch ausländische Kontakte. Das ist da eine gewisse Unsicherheit, verspüren aber noch die Skorpiongeborenen vielleicht Angst davon, von diesem Neuanfang, von dieser Veränderung. Nicht nur die Ausland spielt eine Rolle, sondern auch die beruflichen Situationen, erfolgreich zu sein, beruflich.
So ist es auch bei den Schützengeborenen, ist auch beruflicher Aufstieg, weil sie haben gerade auch Chancen, Möglichkeiten, sogar Glück, beruflich etwas verbessern oder bekommen mehr Anerkennung oder Chancen, etwas Neues zu beginnen, berufliche Veränderungen, die Berufung zu leben, nachdenklich sein, wo liegt meine Berufung, das vielleicht mal verwirklichen. In die Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück. Und ein Gespräch hilft auch, eine Bestätigung oder ein Lob oder Anerkennung oder ein Vertrag, was Sicherheit, Stabilität vermittelt gerade bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig jetzt die Rückzug. Ist alles zu viel momentan. Und sie möchten auch orientieren, etwas in Ordnung zu bringen. Dann die Fantasie, die Sehnsüchte, die Romantik, die Träume. Es ist nicht unbedingt, wo die Steinbockgeborenen so vertraut sind. Weil sie sind eher realistische Menschen. Also ein bisschen Neuland. Aber das lernen sie, das auch anerkennen, weil genau das hat eine Bedeutung. Weil das bringt Glück. Die Träume zu hören, die Visionen, die innere Stimme, die Intuitionen, die Wünsche, Sehnsüchte, ein bisschen verträumt zu sein, diese Romantik, da etwas, auch wenn das vielleicht Neuigkeiten sind, aber genau daran liegt die ganze Kunst, das in Realität umzusetzen. Und das ist die Lernaufgabe. Und dazu brauchen die Steinbockgeborenen ein gewisser Rückzug und auch diese Ruhe, weil mit diesem Kraft verändern sie gerade etwas in ihrem Leben. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Das beeinflusst natürlich unserem Leben, aber unserem Schicksal haben wir selbst in Hand. Und das werde ich immer wieder mal wiederholen. Es liegt uns selbst, in unserem Inneren liegt die Kraft. Und das, was wir ausstrahlen, erzeugt in uns ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld hat eine ganz große Bedeutung, weil das, was wir ausstrahlen, ziehen wir auch an. Das ist ein kosmisches Gesetz. Also immer darauf achten, in welchem Energiefeld wir befinden. Wenn wir ständig mit Problemen beschäftigen, wird das nicht weniger, sondern das wird immer mehr und immer mehr. Dann haben wir immer mehr Zweifel, immer mehr Angst, sogar Schuldgefühl. Was passiert dann? Das ändert sich die Energiefeld und genau diesen Problemen ziehen wir auch an. Das können wir aber bereinigen, nicht andere Menschen, sondern wir selbst. Von unserem Inneren kommt das. Also umdenken, positiv denken und versuchen, die Gefühle zu transformieren. Schuldgefühl brauchen wir nicht. Jeder Mensch macht Fehler. Warum sollten wir Schuldgefühle haben? Wir sind nicht perfekt. Niemand erwartet das von uns. Machen wir Fehler, wir stehen dazu und dann geht es weiter. Wir verbessern dann nächstes Mal. Und also das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nicht an uns selbst Zweifel, sondern Ziele setzen, realistische Ziele und sind alles erreichbar. Und versuchen die Ängste auch loslassen, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Wenn das so ist, dass es gelingt, Gefühle zu transformieren und positiv denken, da haben wir ein ganz, ganz tolles Energiefeld. Was passiert dann? Genau das ziehen wir auch an. Ähnliche Menschen, wo auch erfolgreich sind. Und da entsteht auch eine gewisse Sympathie oder sogar Liebe. Das ist die Anziehungskraft und andere Ereignisse. Also das führt auch zum Erfolg. Dann kommt die kosmische Energie dazu. Natürlich, das ändert sich jeden Tag. Deswegen mache ich das täglich, diese Tageshoroskope. Und jeder Mensch, jeder Tierkreiszeichen ist das natürlich nicht auf dem einzelnen Geburtshoroskop einbezogen. Aber auf die Tierkreiszeichen, auf dem einzelnen Tierkreiszeichen kann ich das schon beschreiben. Jeder Tierkreiszeichen empfindet das anderes, weil wir unterschiedlich sind. Und da im Einklang zu kommen, dann kommen wir schon in Harmonie zu der Natur von diesen Einflüssen. Das ist auch wichtig zum Erkennen, dass die Orte, die Räumlichkeiten haben auch Energiefeld. Das können wir aber auch verändern. Da helfen die Düfte, das hilft auch die Musik, die Klang, die Rhythmus, die Edelsteine, Halbedelsteine. Wichtig ist auch die Liebe, das ist die schöpferische Kraft.
die höchste Kraft überhaupt oder Gebete. Wir dürfen auch mal mit Gott sprechen oder die Engel rufen. Dazu ist zum Beispiel dieser Anhänger auch, heißt auch Engelruf, befindet sich auch in meinem Shop unter www.tenderasusannamedici.com. Also damit möchte ich sagen, wie wichtig das ist, die Harmonie. Das ist ganz witzig, weil ich beschäftige mich mit Harmonie und Himmelsrichtungen. Und gerade kommen Fragen in diese Richtung, ob ich an Feng Shui glaube. Ich mag diese Begriffe nicht so gut, weil das ist mir zu viel. Jeder vermittelt etwas, man verliert die Orientierung, man weiß gar nicht, was man überhaupt glauben soll, verliert die Werte, verliert. So empfinde ich das. Jeder spricht davon und keiner weiß, wovon man redet. Und es verliert die Essenz. Und ich versuche, diese Essenz rauszufinden. Und weil die Frage so war, in den Tagen auch, ob ich daran glaube. Ja, natürlich glaube ich daran. Aber ich lese nicht hunderte von Büchern davon, sondern ich versuche, orientieren. Und das ist auch sehr wichtig, diese Himmelsrichtungen. Und das vermittelt die chinesische Astrologie. Deswegen versuche ich auch mit einfließen, die Himmelsrichtungen. Natürlich sind das Himmelsrichtungen, wo die Harmonie ist. Harmonie in die Liebe oder der Geldfluss. Und dann sind Himmelsrichtungen, wo Störungen disharmonisch ist. Und sind Störungen da. Und das ist sehr wichtig sogar. Sehr wichtig sogar bei der Einrichtung darauf achten, welche Ecke liegt die Liebe und welche Himmelsrichtung fließt das Geld. Und das ist interessant, weil das kann man von Geburtshoroskop erkennen. Das kann man erkennen. Die Himmelsrichtung ist eine fließende Energie. Von dieser Richtung kommt die Liebe oder da das Geld. Hier in dieser Himmelsrichtung sind Störungen. Es kann man aber auch ausgleichen. Und das sollte man auch ausgleichen. Und so kommen wir immer wieder mit uns selbst, mit unserer Umgebung, mit den Menschen, auch mit unserem Glauben, immer mehr im Einklang. Und es ist kein Hexenwerk, das ist keine Magie, überhaupt nicht. Also keine Angst von dieser Hirsen, das sind schöne Düfte oder Kräuter. Oder Halbedelsteine. Es ist alles die Schöpfung. Und das so vermitteln, dass alles in Harmonie kommt. Aber das Glück, das wirkliche Glück, liegt an uns selbst. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.